Waren schwere 90 Minuten, also da hat uns Jena schon ganz schön gefordert. Man hat schon gemerkt, dass uns jetzt ein paar Tage Trainingstage an den Beinen steckt und ja, haben dann ein paar Fehler zu viel gemacht und deshalb uns das Leben auch ein bisschen schwer gemacht, aber am Ende muss man sagen, wir haben das Spiel 2-1 gewonnen, hatten noch Möglichkeiten für mehr Tore und damit kann man erstmal grundsätzlich zufrieden sein, denke ich. Ja, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen sind. Hatten schon vor dem 1-0, glaube ich, ein, zwei richtig gute Aktionen. Deswegen war es dann folgerichtig, dass wir in Führung gehen. Man hat dann aber schon gemerkt im Laufe der ersten Halbzeit, dass wir da kräftemäßig ein bisschen nachgelassen haben. Hing auch damit zusammen, dass jetzt wirklich die letzten 3 bzw. 4 Tage die Einheiten wirklich knackig waren für die Jungs. Insgesamt haben wir die erste Halbzeit nicht so dominant gespielt, wie wir es gegen Chemie Leipzig gemacht haben. Das hing aber sicherlich auch mit dem Gegner zusammen, die das da phasenweise auch richtig ordentlich gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ja bis auf 2 Mann alles gewechselt. Ich glaube, dass die reingekommen sind, die Jungs das auch richtig klasse gemacht haben. So ein bisschen hervorzuheben ist da Yannick Vogt, der da wirklich gute Aktionen hatte. Insgesamt muss man sagen, war das für uns ein sehr, sehr aufschlussreicher Test. Über die 90 Minuten sind wir immer wieder gefordert worden, hatten gute Situationen nach vorne, auch gute Situationen in der Defensive. Der Gegner hat uns aber auch gezeigt, wo wir noch den Haken ansetzen müssen. Und ich denke, alles in allem war es ein sehr, sehr ordentlicher Test für uns. Man muss schon sagen, dass wir, glaube ich, vom Fitnesslevel auf einem guten Stand sind, aber die Spritzigkeit einfach noch fehlt. Und da wird es sicherlich in den kommenden Tagen dann irgendwann dazu kommen, dass wir ein bisschen regenerieren können, dass wir die nötige Spritzigkeit dann auch bekommen und klar, so ein paar Feinabstimmungen und allgemein so ein bisschen mannschaftstaktisches, das kann man immer verbessern und das müssen wir bis zum ersten Spieltag tun und das werden wir auch tun.